Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie, es ist Abiturzeit und ich habe einige Anfragen bekommen, dieses Gedicht zu interpretieren, das alte Schloss von Annette von Droste-Hülshoff, das offensichtlich in Bayern, glaube ich, als Abi-Thema gegeben wurde. So, und wie ich das üblicherweise so mache, wenn ich ein Gedicht bespreche, ich lese zuerst mal das Gedicht durch. In diesem Fall ist es ein Gedicht, das ich noch nicht kannte. Mache mir meine eigenen Gedanken dazu und dann schaue ich, was gibt es darüber sonst noch zu finden im Internet. Denn das macht ihr ja auch, nicht? Ihr schaut ja auch auf irgendwelchen Seiten, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus als ich. Und da gibt es die einschlägigen Portale, wo man Interpretationen finden kann. Und ich habe das auf meinem Kanal schon öfter erwähnt. Ich bin manchmal sehr erstaunt, was man da findet. In dem Fall von diesem Gedicht sind die Interpretationen, die ich gefunden habe, ganz anders als meine eigene. Also das, was ich euch jetzt präsentiere und das, was ich euch jetzt sage, habe ich auf keinem Portal gefunden. Und das heißt jetzt nicht, dass die anderen jetzt Unrecht haben, aber ich möchte euch begründen, warum ich das Gedicht so anders interpretiere und ihr könnt dann überlegen, ob euch diese andere Interpretation plausibel erscheint oder nicht. Aber jedenfalls, ich warne euch vor, ihr hört jetzt ganz etwas anderes, als man sonst findet auf diesen Portalen. Gehen wir mal zur Form des Gedichts. Ich versuche ja immer, mit dem Einfachen anzufangen und einfach mal drüber nachzudenken, wie ist denn dieses Gedicht geschrieben. Dann versucht man, ein paar Dinge herauszufinden, die etwas eigenartig sind. Und von denen ausgehend kann man dann zur Interpretation gelangen. Das ist übrigens noch eine Frage, die ich direkt stellen möchte. Ich höre immer wieder die Frage, ja, was ist denn das Metrum von diesem Gedicht und wie geht das mit diesem Metrum? Es gibt auf YouTube und auch anderswo zahllose Erklärungen, wie man ein Metrum errechnet, denn das ist eigentlich eine mathematische Operation. Wenn ihr interessiert seid, dass ich das euch mal erklären soll, dann kann ich das machen. Ich kann auch mal ein Video machen, wo ich erkläre, wie man ein Metrum ausrechnet. Denn dazu muss man eigentlich nur ein paar logische Überlegungen machen, dann ist es nicht so schwierig. Also falls euch das interessiert, schreibt es mir doch in die Kommentare rein. Aber bleiben wir hier bei diesem Gedicht und wir sehen zunächst einmal lange Strophen. Diese Strophen haben jeweils 8 Verse und die reimen sich in einem Kreuzreim, sodass man sagen kann, es sind 2x4 Verse, die sich im Kreuzreim zusammenfinden. Also es beginnt da auf der Burg, haus ich am Berge, dann reimt sich Berge auf Zwerge und dann kommt See, das reimt sich auf Höhe, dann beginnen die nächsten 4 Verse, dann kommen Bilder, reimt sich auf Schilder und die Stubenkameraden auf den Kleiderladen. Und das sind diese 8 Verse der ersten Strophe. Es sind insgesamt 5 solche 8-versigen Strophen. Man könnte sagen, das ist eine Vagantenstrophe, finde ich jetzt aber nicht so relevant für dieses Gedicht. Die 8-versige Strophenform findet sich bei Annette von Droste-Hülshoff relativ häufig. Das war eine Form, die sie gern gewählt hat. Die Metrik ist auch nicht so schwer auszurechnen. Auf der Burg haus ich am Berge. Wir hören also einen Tracheus. Es beginnt mit einer betonten Silbe auf der Burg und es endet mit einer unbetonten Silbe Berge. Das ist also eine weibliche Kadenz. Der zweite Vers hat eine männliche Kadenz, aber es bleibt bei diesem Trocheus und es sind auf der Burg, haus ich am Berge, es sind 4 Hebungen, also ein vierhebiger Trocheus mit abwechselnd weiblicher und männlicher Kadenz für die ersten 4 Verse. Danach sind es eigentlich ja wechselnde Kadenzen, ist nicht so relevant. Und was habe ich noch über dieses Gedicht herausgefunden? Das erzähle ich euch später. Jetzt gehen wir schon direkt in das Gedicht hinein und ich möchte ein bisschen erklären, während ich das Gedicht mit euch bespreche, warum ich zu dieser so anderen Interpretation komme. Also das alte Schloss. Auf der Burg haus ich am Berge, unter mir der blaue See, höre nächtlich Kobolzwerge, täglich Adler aus der Höhe. So, als ich diese Verse gelesen habe und ich habe das Gedicht nicht gekannt vorher, habe ich gleich gedacht, da ist irgendwas komisch. Da ist doch was faul. Das ist ein
eine Falle. Dieses Gedicht ist eine Falle. Und das ist beim Abitur vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, dass man ein bisschen die Leute herausfordert. Und das Erste, was einem einfällt, ist vielleicht nicht die richtige Lösung. Und deswegen bin ich auf meine andere Interpretation gekommen. Also, dieses Klischee, dass jemand auf der Burg haust, oben auf dem Berg, und unten, ganz tief unten, ist der See, und dann diese Koboldzwerge. Bei den Koboldzwergen dachte ich, wie Koboldzwerge, das ist ja fast ein... Ich meine, ist es jetzt ein Kobold oder ist es ein Zwerg? Was ist denn ein Koboldzwerg? Gibt es das überhaupt? Das hat mich schon ein bisschen irritiert. Dann vielleicht ein Hinweis, nächtlich Koboldzwerge, nächtlich heißt eben nachts und täglich heißt bei Tag. Also bei Nacht höre ich die Koboldzwerge und bei Tag höre ich die Adler. Und wir, wenn wir heute das Wort täglich verwenden, dann meinen wir jeden Tag. Und man könnte es auch interpretieren, jede Nacht und jeden Tag. Aber es geht hier um diesen Widerspruch zwischen Tag und Nacht. In der Nacht höre ich diese Koboldzwerge und bei Tag höre ich die Adler ganz oben. Und da haben wir diese Burg oder dieses Schloss, die Burg. Burg ist auf dem Berg. Unten tief ist ein See. Es sind noch andere Dinge unten, das werden wir dann sehen. Und oben kreisen die Adler und dazwischen ist diese Burg. So, dieses Bild ist ein Klischeebild aus Gedichten der Romantik. Dazu gibt es viele Beispiele. Mir sind konkret Gedichte von Eichendorff eingefallen und von Heine, die mit solchen Bildern spielten. Ich oben auf der Burg und ich schaue hinunter und unten ist dann die kleine Stadt oder das kleine Dorf oder weit unten passiert was anderes. Das ist also ein romantisches Klischee. Und ich dachte, oh nein, wirklich, ach, ich war schon ein bisschen enttäuscht, aber dann kommen die nächsten vier Verse und meine Enttäuschung war sofort weg, denn jetzt kommt, die grauen Ahnenbilder sind mir Stubenkameraden. Und ich dachte, na komm, Annette, echt jetzt? Wappentruh und Eisenschilder, Sofa mir und Kleiderladen. Und dann war ich, ah, okay, ich verstehe, was du machst. Die grauen Ahnenbilder, also das sind diese Ahnenporträts, das gibt es übrigens auch bei Konrad Ferdinand Meyer, das braune Ahnenbild. Hier ist es ein graues Ahnenbild, also diese verstaubten, ein bisschen alten, patinierten Bilder, die so in schlecht beleuchteten Räumen dann noch besonders düster ausschauen. Das sind meine Stubenkameraden, das ist ein bisschen traurig und gruselig. Da ist eine Person allein, die haust auf dieser Burg, wie so ein Schlossgespenst, das kommt noch später, dieses Bild mit dem Gespenst. Und die einzigen Kameraden sind diese Ahnenbilder, deprimierend, sehr schrullig auch, ein bisschen eigenartig. Und dann die Wappentruh und die Eisenschilder, die Truhen mit den Wappen und die Schilder, die alten mittelalterlichen Eisenschilder, das sind Sofamir und Kleiderladen. Das heißt, meine Couch, mein angenehmes Sofa zum Draufsitzen ist die Wappentruhe oder das Eisenschild ist mein Kleiderladen, wo ich meine Kleider aufhängen kann. Und da merkt man, okay, das kann nicht ganz ernst gemeint sein. Bis dahin habe ich so ein bisschen gezweifelt. Aber dann habe ich gedacht, okay, das ist eine Satire. Das ist lustig gemeint. Und Annette von Droste-Hülshoff, die hat so einen Schalk. Die hat so einen Humor. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht über die Entstehungszeit dieses Gedichts. Das Gedicht erscheint in einem Gedichtband von 1844. Das ist fast zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Da ist die Romantik, da ist die Hochzeit, die Blütezeit der Romantik eigentlich schon längst vorbei. Und diese romantischen Klischees, die sind zu dem Zeitpunkt schon recht angestaubt. Und Annette von Droste-Hülshoff ist ja eigentlich für ihre Zeit auch eine moderne Autorin. Und ich habe ja von ihr ein Gedicht interpretiert, Am Turme, das sehr modern und leidenschaftlich ist und ganz anders als diese angestaubte Burg mit den Koboldzwergen und so weiter. Sie kann natürlich auch märchenhafte Stoffe behandeln, sie kann gruselige Gedichte schreiben, Balladen, die schauerhaft sind, aber hier, glaube ich, läuft ganz was anderes. Also da haust jemand auf dieser Burg mit den Koboldzwergen und mit diesen Eisenschildern, die das Sofa und der Kleiderladen sind. Jemand hat sich's hier ungemütlich gemacht. Denn auf so einer Burg wohnst du nicht gern. Und das wusste Annette von Droste-Hülshoff ganz genau, denn die war ein adeliges Fräulein. Und die hat
auf so Schlössern gelebt. Und diese alten mittelalterlichen Burgen, das sind nicht besonders komfortabel. Und man hatte damals schon bessere Möglichkeiten zu leben. Also das ist jemand, der sich's absichtlich nicht schön macht. So, zweite Strophe. Schreit ich über die Terrasse wie ein Geist am Runenstein. So der Runenstein, auch wieder so ein Klischee. Die Runen, Rückgriff auf germanisches Altertum, Rückgriff auf diese Mythen. Und da denken wir an die Zeit vor den, fast schon vor den Völkerwanderungen. Also wir sind da in ganz alter Zeit. Dass die Romantik hatte ein Faible für solche mystischen Dinge, für so alte germanische Dinge, Runenstein. Aber damit spielt hier die Autorin. Sie spielt mit dieser Nostalgie und mit dieser Romantik. Sehe unter mir die blasse alte Stadt im Mond, natürlich im Mondenschein, was sonst, also ganz unten ist die Stadt. Und am Walle pfeift es weidlich, an dieser Stadtmauer, am Stadtwall pfeift es weidlich. Weidlich heißt tüchtig, kräftig oder laut. Also da pfeift es. Was pfeift das? Sind das Käuze oder Knaben? Wenn es ein Käuzchen ist, das Käuzchen, das wäre jetzt wieder so ein Klischee. Ja, ich sehe die Stadt und der Mond scheint und ein Käuzchen ruft. Aber vielleicht sind es auch nur freche Knaben, die da pfeifen und munter sind und sich ein Liedchen pfeifen. Na gut, ich bin jedenfalls da oben, ich schaue da runter und während ich so runterschaue und nicht weiß, ob das jetzt die Käuze sind oder die Knaben, ist mir selber oft nicht deutlich, ob ich lebend, ob begraben. Das heißt, ich bin zwar am Leben, aber ich bin so abgehoben, ich bin so weg von allem anderen, ich bin weg von der Stadt, ich bin so weg von der Realität anderer Leute, ich bin so weg von dem, was sonst jetzt gerade läuft, ich habe mich so rausgenommen aus der Welt, dass ich mein eigener Geist bin, mein eigener Spuk bin. So, und jetzt wird es noch gruseliger. Mir gegenüber, gähnt die Halle, grauen Tores, hohl und lang. In dem Moment, als ich entschieden habe, dass ich dieses Gedicht für eine Satire halte, habe ich alle diese Verse nur noch mit einem spöttischen Ton gehört. Also zum spöttischen, das graue Tor, die gähnende Halle, ist alles, die Halle gähnt, das hat sowas so müde und langweilig. Und das graue Tor, schon wieder diese graue Farbe, dieses blasse, leblose, auch die Stadt, es ist alles so, man hat das Gefühl, da passiert nichts. Hohl und lang, diese langen Vokale, die dann nochmal diese Langeweile unterstreichen, drin mit wunderlichem Schalle, langsam dröhnt ein schwerer Gang. Also alles ist langsam und schwer und behäbig und es ist wirklich kaum zu ertragen. Mir zur Seite Riegelzüge. Die Riegelzüge, das kennt ihr, das sind diese Tore, die man mit so Riegeln aufsperren kann. Also nicht mit einem Schloss, sondern mit einem Riegel. Und diesen Riegel muss man eben wegziehen, damit man überhaupt die Tür aufbekommt. Und sie macht das Tor, oder dieses lyrische Ich, das ist nicht identisch mit der Autorin, bitte, dieses lyrische Ich, das da herumgeistert, öffnet und lässt die Lampe auf der Wendelstiege runter scheinen. Also das ist so eine Wendeltreppe, die hinunterführt. Eine modergrüne Rampe. Das heißt, das ist schon alles vermodert, verfault, verschimmelt. Da blühen einem schon die ganz gesunden Düfte entgegen, wie ich mir das so vorstelle. Und da leuchtet sie so runter, da geht es nochmal tiefer runter. Na gut. Also diese Rampe lockt mich wie ein Verhängnis zu dem unbekannten Grund. Also es zieht mich an, diese düstere Wendeltreppe, die dann auch noch diese Spirale hat, die so hypnotisch einen runterzieht und immer tiefer hinein. Wo wird das enden? Bei einem Brunnen, bei einem Gefängnis, das sind so auch romantische Klischees. Ein Brunnen, wo dann vielleicht irgendeine bedrohliche Gestalt noch lockt, eine verzauberte Kröte, die einen frisst, oder eine Lorelei, die einen in den Abgrund, also jedenfalls irgendetwas sehr Bedrohliches wird am Ende von dieser Wendeltreppe sein, vielleicht auch ein Kerker, den ich nie wieder verlassen kann. Also hier hat sich jemand sein eigenes Gefängnis geschaffen. Denn warum diese Person nicht einfach weggeht von hier? Offensichtlich steht sie irgendwie drauf. Sie steht auf diese vermoderten
erhallen, auf dieses Graue, auf dieses Abgehobene, diese Burg, dieses märchenhaft, mystisch, gespenstische. Also, keinem Lebenden ist kund, denn zerfallen sind die Stufen und der Steinwurf hat nicht Bahn. Wenn ich da einen Stein runterwerfe, dann weiß ich nicht, wo der landen wird, ich höre nichts. Aber doch, als ich hinabgerufen, donnert's fort wie ein Orkan, als das Echo, es wird, das Echo wird weitergeworfen und mein Ruf da hinunter, der wird fast immer lauter und immer mehr Echos von allen Seiten kommen. Das ist ja ein Orkan, wow. Also wirklich bedrohlich, da runter zu gehen. Ich sollte vielleicht nicht runtergehen. Und jetzt kommt die letzte Strophe. Ja, wird mir nicht baldigst fade dieses Schlosses Romantik? In den Trümmern ohne Gnade breche ich Glieder und Genick. Das ist noch ein Hinweis, warum ich glaube, dass dieses Gedicht satirisch zu interpretieren ist. Wird mir nicht baldigst fade. Das heißt, wenn es mir nicht endlich zu blöd wird, zu langweilig wird hier, dieses Schlosses Romantik. Das Wort Romantik passt hier metrisch nicht genau dazu. Ich habe ja gesagt, es ist ein vierhebiger Trocheus und da ging immer so da, 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 da. Und wenn ich das so lesen würde mit diesem Trocheus, dann würde ich lesen müssen, dieses Schlosses Romantik. Ja, ihr merkt, das klingt so ein bisschen daneben. Und die Droste ist viel zu gut als Lyrikerin, um hier einen Fehler zu machen. Deswegen glaube ich, das ist schon Absicht. Die lässt dieses Wort Romantik hier absichtlich so ein bisschen quer im Vers stehen, sodass wir merken, da stolpern wir drüber. Und ich stolpere über dieses Wort Romantik. Ich stolpere darüber, weil das hier der Fehler im System des ganzen Gedichts ist. Also, wenn mir das nicht endlich fad wird, wenn es mir nicht endlich zu dumm wird, zu langweilig, dann werde ich mir Glieder und Genick noch brechen, denn ich bleibe in dieser romantischen Welt gefangen, in diesem Schloss mit dem Spuken und mit dem Runenstein und mit dem Adler und mit irgendwelchen mystischen Gestalten und alles ist zu alt und modrig und grau und vergammelt und hässlich und zerfallen. Und ich werde hier noch verschwinden in diesem Labyrinth, wenn es mich da runterzieht und ich weiß gar nicht wohin, aber es ist ein Gefängnis und es ist ein selbstgebautes Gefängnis, ein Kerker, der mich nicht mehr loslässt. Denn, und das ist der Schluss, wie trotzig sich die Düne mag am flachen Strande heben, also der Strand ist flach, aber die Düne, die will sich erheben, die will anders sein, die will hier hervorstechen, die will nicht sein wie alle anderen Sandkörnchen, sondern die erhebt sich trotzig, so wie dieses Schloss sich trotzig über der blassen Stadt unten erhebt. Also ich bin oben, ich bin über dem Ort, wo die vielen Menschen wohnen, ich alleine geister in meinem Schloss herum. Fühl ich stark mich wie ein Hühner von Zerfallendem umgeben. Wenn mich Zerfallendes umgibt, da bin ich stark, da blühe ich auf, da lebe ich erst so richtig. Das heißt, die Düne kommt sich auch besser vor, wenn sie sich erhebt über den flachen Strand. Ich fühle mich toll, wenn ich von Zerfallendem umgeben bin, weil dann bin ich das Lebendigste, was da drin herumschreitet. Hier sehe ich eben diese Satire und ich glaube, die Dichterin macht sich lustig über ihre Zeitgenossen, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts immer noch in diesen romantischen Klischees verharren. Denn als Heinrich Heine und vielleicht noch Eichendorff und Autoren, Eichendorff ist schon ein bisschen ein späterer Autor, aber er hat ja schon 1810, 1815 viele seiner bekannten Gedichte geschrieben. Also als die das noch geschrieben haben, da war das neu, da war das auf der Höhe der Zeit. Wer 1840 noch in dieser Ritterromantik mit den braunen Ahnenbildern und den germanischen Runen und bla bla, wer da immer noch dran festhält, der ist ein bisschen rückwärtsgewandt und der klebt ein bisschen am Alten. Und der weiß vielleicht selber nicht, ob er noch lebt oder ob er eigentlich schon mental begraben ist. Und so interpretiere ich das, dass dieses alte Schloss hier, das ist ein Symbol für jene Menschen, die entweder einfach als Mode sehr gerne diese romantischen Klischees reproduzieren und sich in so eine romantische, mittelalterliche Welt hineindenken, ach, wie schön war es damals,
oder die vielleicht sogar als Autoren und Autorinnen selber als Epigonen, als Nachahmer solche Gedichte noch immer schreiben. Und es ist, wie gesagt, so 30 Jahre später langsam ja, ein bisschen peinlich. Und vielleicht könnte man mehr auf der Höhe der Zeit sein. So interpretiere ich das. Also wenn ich da nicht endlich rauskomme, wenn es mir nicht endlich fad wird, dann werde ich mir noch das Genick brechen. Vielleicht künstlerisch breche ich mir das Genick, weil ich nichts Neues zu bieten habe. Ich kaue nur die gleichen Klischees und Stereotype wieder, wie halt viele Autoren vor mir, die es auch noch besser gemacht haben als ich. Und ich komme halt immer noch mit den Rittern und den Adlern und den Koboldzwergen und was auch immer. Aber mir fällt nichts Neues mehr ein und ich habe zur neuen Zeit, zur Gegenwart nichts zu sagen. Das bricht mir aber das Genick. Beziehungsweise ich fühle mich toll mit von Zerfallendem umgeben. Das ist zerfallend, diese Ritterromantik. Die zerfällt, die Romantik ist hier eigentlich am Ende. Ich muss jetzt nicht mehr romantisch sein. Jetzt ging es darum, andere Dinge anzuschauen oder sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. So, jetzt die Autorin Annette von Droste-Hülshoff wird immer zum Biedermeier gezählt. Und es ist ja auch soweit richtig. Aber man darf nicht den Fehler machen, alle Merkmale des Biedermeier auf sie anzuwenden. Denn der Biedermeier ist so eine Zeit eben auch ein bisschen des rückwärtsgewandten Märchen und das Häusliche, das Unpolitische, sich nicht zu viel damit beschäftigen, was so draußen läuft, sich eher mit sich selbst beschäftigen, diese Innenschau und so weiter. Und ich glaube, und das zeigen viele Gedichte von gerade von dieser Autorin, das wird dem nicht ganz gerecht. Das wird vor allem dieser Autorin nicht ganz gerecht. Natürlich hat sie auch sehr innige Gedichte geschrieben, auch sehr religiöse Gedichte geschrieben. Das würde sogar auch zu einem gewissen romantischen Epigonentum passen, denn auch die Romantik war zum Teil sehr religiös. Es gibt auch so Gebetston-Gedichte der Romantik. Aber sie bleibt eben nicht dabei stehen. Und ich glaube, dass wenn dieses Gedicht beim Abitur gebracht wird, dann geht es schon um zwei Dinge. Erstens diese romantischen Klischees erkennen und sagen, naja, natürlich, da kommen diese typischen Klischees, dieses Schloss da oben, wo jemand oben allein, isoliert, in der Einsamkeit ist, auch das typisch Romantik. Ich bin einsam, unverstanden, nur ich und die Adler über mir. Und da unten halt die Stadt und die anderen Menschen und ich habe keinen Zugang zu denen, das ist auch typisch. Aber im Erkennen dieser Klischees kann man auch erkennen, wie die Droste mit diesen Klischees umgeht, eben ironisch. Das glaube ich wirklich, eben wenn sie sagt, die Wappentruhe ist mein Sofa und mein Kleiderladen. Wir hätten lieber ein bequemeres Sofa als eine Wappentruhe. Oder Eisenschilder, das ist nicht gerade eine gute Ablage für meine Kleider. Aber man bekommt sofort ein Bild von jemandem, der da haust, wie so ein Einsiedler und sein Zeug einfach herumliegen lässt und bei der aufgespießten Lanze dann einfach seinen Mantel aufhängt und so. Also ich fand das ein sehr witziges Bild und ich habe ja auch diese Vorstellung, dass diese Autorin durchaus einen gewissen Schalk hat, mit dem sie hier spielt. Ja. Also ich denke, das wäre diese zweigeteilte Aufgabe beim Abitur. Einerseits Klischees erkennen, andererseits aber erkennen, dass die Autorin mit diesen Klischees ironisch umgeht und sie bricht und am Ende sagt und fast schon die Frage stellt, ja, wird es dir nicht bald langweilig? Willst du nicht endlich aufhören, immer diesen alten romantischen Schmus da zu bringen? Ja, wird mir nicht baldigst fade dieses Schlosses Romantik. Tja. Lasst mich doch gerne wissen, wie ihr das seht. Seht ihr es eher so, wie es in den anderen Interpretationen auch interpretiert wird, wo das alles sehr ernst genommen wird? Eben, ja, das lyrische Ich ist diesem Verfall anheimgegeben. Das sehe ich eben, ja, schon. Aber das lyrische Ich wird ja ironisiert. Deswegen sehe ich das nicht als ein düsteres Gedicht, sondern ich sehe das eigentlich als augenzwinkerndes Gedicht. Diese Interpretation habe ich allerdings nirgends sonst gefunden. Kommt euch das plausibel vor, was ich euch da sage? Oder denkt ihr, nein, man muss das schon sehr ernst nehmen? Und ja, sagt es mir doch gerne, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns wieder beim nächsten Video.